Vergleich zu anderen Ländern oder so, dass wir in Österreich hier eher so komplizierte bzw. geschlossene Medienlandschaft haben als wo sonst woanders, ne? Denke schon, ja. Und warum? Woran liegt das? Vielleicht an der Mediaprint, dass die mit der Kronenzeitung Kurier und also ja, Fernsehbeilage, was weiß ich, wie viel Prozent, einen großen Prozentsatz hat vom Markt kontrolliert. Dass wir in Österreich also irgendwie freie Medien haben. Ja. Und wer sind die Hauptträger dieser freien Medien? Die Auflagenstärken Zeitungen sind die Hauptträger. Hauptträger. Für Österreich, dass wir auch Privatfernsehen haben und das. Ja, ich fände schon gut. Ja. Ja, ich glaube schon, dass der ORF von den Roten bestimmt wird. Wie ist, dass wir Privatfernsehen bekommen? Das fragen Sie mich jetzt so viel. Also das kann ich jetzt nicht so gar beantworten. Ja, Privatsender, ja. Das ist vielleicht für die Firmen gut, da können sie viel mehr Werbung machen. Über österreichische Medienlandschaft im Vergleich zu spanischen. Puff, furchtbar. Furchtbar, warum? Ja, so der ORF ist zu manipuliert, meiner Meinung nach, hat zu wenige ausländische Nachrichten und sie sagen nie, also sie sind zu, wie heißt das? Also sie sagen zu viele Sachen über Österreich. Ich finde das nicht so wichtig. Dagegen, dass der ORF das Monopol hat. Und bin echt dafür, dass es ein Privatfernsehen gibt und ein Privatradio. Ja, glauben Sie, dass Sie in Österreich freie Medien haben? Ich denke eigentlich relativ frei. Also nicht ganz, aber doch, ja. Zum Beispiel die Tatsache, dass Sie noch keine Privatfernsehstation haben und kein, also dass es bei dem Radio auch die Situation nicht ganz rosig ist. Also, was sind Ihre Gedanken dazu? Naja, ich denke, dass sogar manche Dinge, die im Fernsehen gesagt werden von Menschen, die allerdings auch in der Politik sind, also zensuriert gehören würden, weil sie nämlich zum Beispiel gegen ja, in der Frage der Ausländer in Österreich und so weiter argumentieren und dadurch Angst und Abneigung noch erhöhen unter der Bevölkerung. Und ich finde das eigentlich nicht richtig. Also positive Berichterstattung, dann soll ja alles frei sein. Aber in der negativen Berichterstattung und eben besonders dieses Angstmachen, das bedrückt. Schon keine Privatfernsehstationen haben. Ist das gut oder schlecht für die Medienlandschaft hier? Naja, ich glaube eher, dass es gut ist. Warum? Durch die Privaten, die nur auf die Quote schauen, kommt dann sehr viel Mist. Noch mehr als eh schon ist durchs Kabelfernsehen und so. In Österreich freie Medien haben. Sie überlegen wir da mal. Nein, also wirklich frei glaube ich nicht, weil die Zeitungen parteigebunden sind und das Fernsehen auch. Also ich glaube nicht. Österreich, dass österreichische Medien frei sind. Ich glaube schon, dass sie frei sind, aber ich bin nicht sehr zufrieden mit dem Auswahl, was man hier bekommt. Zum Beispiel Radiofunk ist sehr schlecht. Ich komme aus Genf und dort haben wir zum Beispiel viele französische Emissionen der Radio. Sendungen. Und hier gibt es eigentlich nur ORF 1, ORF 3 und ich finde, es gibt sehr wenige Gespräche.